Können wir auch hier noch ein paar Seelen abgreifen, bevor wir wieder verrecken? Aber im Moment sieht es hier ziemlich mau aus mit Seelen. Irgendwie. Wir haben noch keine einzige hier gefarmt, seitdem wir jetzt wieder hier sind. Zack, ein Herz kurz an der Nase jucken. Boah, hat die Nase gekitzelt. Es geht. Wieder keine Seele. Oh, der hat sich aber... Ach, das sind zwei mittlerweile. Oh, eine Soul of Light haben wir wieder. Na, komm her, du. Du Schwert. Du fliegendes Excalibur. Ich mach dich mit meinem Excalibur platt. So, das ist ein fliegendes Excalibur. Sehe ich jetzt erstmal. Fällt mir erst auf, wenn man selber eins hat. So, komm her. Excalibur hat natürlich auch einen sehr guten Knockback. Das heißt, Gegner kommen schlecht an uns ran. Wenn wir sie einmal in der Mangel haben. Goblin, der ist auch wieder da. Da können wir wieder reforgen. Unsere Mega Shark. Soul of Light, wir haben jetzt zwei Stück. Fünf, sechs, sieben. Wir haben sieben kompletto. So, ich würde sagen, das reicht hier. Wir benutzen heute den magischen Spiegel. Gehen nach Hause. Und zack. Machen uns dann erst einmal wieder heile bei der Krankenschwester. Wo ist sie denn? Da ist sie. Nurse, heile uns mal für zwei Silber. Dankeschön, das reicht mir schon vollkommen. Jamal, bei dir möchte ich gerne Musketballs kaufen. Und zwar en masse, bitteschön. Na la 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 la. 250 Stück. Und nochmal 250 Stück. Boah, so schnell müsste unsere Mega Shark dann schießen können. Stellt euch mal vor, das Auge ist innerhalb ein paar Sekunden platt. So. Na, ich glaube nicht, dass die so schnell schießen kann. So, nochmal 250 Stück. Wunderbar, das reicht ja. Und jetzt müssen wir uns beeilen, bevor hier die Nacht hereinbricht. Zack, quickstacken wir mal einen kleinen... wenig Gelumbatsch hier. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier die Musketballs schon machen können. Ah, die Crystal Ball, Ballets meine ich natürlich. So, 250. 250. 250. 250. Das sieht spitze aus. So, die können wir ausrüsten. Die Mega Shark ist bereit. Wir sollten sie vielleicht noch reforgen hier beim Goblin. Zack, dann nehmen wir mal wieder unser Platin raus. Und unser Gold. Weil das könnte teuer werden. So, Goblin, reforge unsere Mega Shark. Zack, 49. Wie viel? 49 Gold. Ich wollte gerade sagen 149 Gold. Das wäre ein bisschen lächerlich gewesen. Ziemlich teuer wäre es gewesen. Strong, agile, awkward, lazy, awful, annoying, hasty, deadly, annoying, agile, godly. Och, naja, godly ist auch nicht schlecht. Plus 13% Damage ist jetzt nicht die Welt und wir haben unser ganzes Geld verplempert, wie ihr seht. Spitze, oder? So macht man das doch. Nun ja, dann machen wir uns nochmal hier die Soul of Lights. Dann, was war es noch? Lenses brauchen wir drei. Schnell, schnell, schnell. Die Nacht ist gleich da. Schneller. Wo haben wir hier drei Lenses? Da. Drei Lenses brauchen wir. Dann brauchen wir fünf Kupfer und fünf Eisen. Oh, die Nacht ist da. Jetzt müssen wir schnell machen. Fünf Eisen. Zack. Und fünf Kupfer. Fünf. Wunderbar. So. Und weg damit. Und jetzt machen wir uns schnell das Mechanical Eye. Da haben wir es auch schon. Schwupps, die Wups ist ab die Spitz. Haben wir eigentlich noch Gravitation Potion? Ach, ich bin so unvorbereitet heute. Na toll, wir haben keine Gravitation Potion mehr. Och Mann, kommt, das ist doch nicht euer Ernst, Leute, oder? Ach, naja. Tun wir mal kurz das Ding anlegen. So, wie kann man das benutzen? Cause stars to fall when injured. Ach, da ist schon der erste Stern gekommen. Ui. Nicht schlecht. Gibt es hier irgendwo Gegner?
When Injured. Ich glaube, das heißt wirklich, wenn wir verletzt wurden. Ja, wir müssen uns noch Gravitation Potion und sowas herstellen. Dann können wir einfach einfacher gegen das Auge kämpfen. So, wo ist hier jemand, der uns verletzen kann? Boah, guckt euch mal an. Ach so, verstehe. Ah. Jetzt weiß ich, wie das Ding funktioniert. Zack, zack, zack. Ah. Ah. Haha. Ach so, okay. Ah, ich verstehe. Damit kann man im Prinzip... Ah, okay. Damit kann man keine Sterne sammeln, sondern das ist als unterstützende Waffe zu betrachten. Okay. Ja, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Eine unterstützende Waffe, obwohl das auch nicht schlecht ist. Zack, dann nehme ich mal lieber mein Godly Necklace rein. Mein Cross Necklace. Ja, wir haben keine Gravitation Potion. Oh Mann, haben wir überhaupt was am Start hier? Bottle Water. So, Guide. Wo ist Guide? Wo ist er? Da ist der Guide. Da gucken wir uns nochmal, wie wir Gravitation Potion herstellen können. Ach ja, so ist das, wenn man unvorbereitet ist. Unholy Water. Ach da, Holy Water. Spreads the Hollow. Ach, da brauchen wir noch Pixie Dust. Dust und Bottle. Und die Hollow Seeds. Dann können wir die Hollow versprühen und verspreuen. Provides Immunity to Lava. Ne, brauche ich nicht. Mana Regeneration Potion, Magic Pump, Featherfall Potion, Slows Falling Speed. Ist eigentlich auch ganz gut, oder? 5 Minutes Duration. Wie macht man die? Dayblooms, Blinkroots und Federn. Okay. Dayblooms, Blinkroots, Federn. Wo haben wir die Gravitation Potion? Da. Fire Blossom, Deathweed, Blinkroot, Federn. Okay, Fire Blossom, Deathweed, Blinkroot, Federn. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Fire Blossom, Deathweed, Blinkroot und Federn. Fire Blossom, Deathweed, Blinkroot und Federn. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, noch alles auf die Reihe hier. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Federn brauchen wir. Blinkroots brauchen wir. Haben wir da noch welche? Corrupted Blinkroot Seeds habe ich. Geht auch das? Dayblooms nehme ich mal mit. Blinkroots, da haben wir Blinkroots. Fire Blossoms fehlen jetzt nur noch. Ich glaube, die hätte ich in der anderen Kiste. Jawohl, 91 Stück. Boah, mein Inventar ist voll. Das haue ich weg jetzt. Weg damit. Können wir erstmal was verticken hier? Shop, zum Beispiel diesen Hasty Kompass. Kompass brauche ich da nicht. Den Hut brauche ich da nicht. Wer braucht schon den Mist? Pearlstone Block kannst du auch haben. Das Jack ist aber nicht gerade sehr viel wert. Ich dachte, das wäre mehr wert. Nun denn, egal. Gut, jetzt können wir bestimmt was brauen, was Schönes. Am Braustand, da ist noch ein Stern. Featherfall Potion. Können wir uns ja mal 3 machen. Und die Gravitation Potion fehlt jetzt. Was habe ich denn jetzt vergessen wieder? Ach, verdammt. Ach Mann, das ist doch scheiße. Guide, wo bist du? Ich habe vergessen, wie man die Gravitation Potion macht. Irgendeine Zutat habe ich vergessen. Ich glaube nur eine. Bottle Water. Das haben wir da. So, Gravitation Potion. Noch ein Stern. Was ist denn heute los? Fire Blossom? Deathweed. Blinkroot Federn. Ach, das Deathweed habe ich vergessen. Das Todes, Weizen. Sozusagen. Oder was auch immer das heißen mag. Wo haben wir denn das? Deathweed. 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 Wir haben nirgendwo Deathweed. Doch, da haben wir Deathweed. Todes, Pflanze oder Weed, weiß ich nicht. Todes Gras, ja, so kann man es eher übersetzen. Dann machen wir uns nochmal, ach ja, 5 Gravitation Potions, damit wir fliegen können. Die Federfall Potion, damit wir langsamer nach unten fallen. Und dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich
gut vorbereitet auf die Twins, den Hardmode-Boss, die Augen, den vorletzten Hardmode-Boss, den wir bekämpfen wollen. Den stärksten, mit dem haben wir angefangen, den haben wir auch besiegt, das ist alles wunderbar. So, haben wir irgendwo Sterne zwischengelagert? Sterne? Oh Mann, wir haben so viele Kisten hier, ich blick da bald nicht mehr durch. Sterne, Sterne, Sterne. Haben wir auch Sterne zufällig irgendwo? Ich dachte, die hätte ich hier vorne irgendwo mit gehabt. Ach, da war ein Mana-Stern. Ach, wisst ihr was, die packen wir mit da rein. Liegen da ja nicht so verkehrt. Items hatten wir da oben noch ein paar. Da können wir hier zum Beispiel mal das reinstecken. Meteor-Shots. Ach, wisst ihr was, die kommen jetzt mal da hoch. Tun wir lieber mal hier das hin. Ach, da die Gravitation Potion brauche ich noch. Zack, die Suppe kommt davor. Und irgendwie habe ich noch was vergessen. Ich habe noch eine Potion vergessen, die wir das letzte Mal auch hatten. Die craften wir uns noch. So, bevor wir dann die Aufnahme wieder beenden langsam. Welche Potion fehlt uns denn jetzt noch? Obsidian Skin Regeneration Potion? Provides Life Regeneration. Ich glaube, die hatten wir noch, oder? Die brauchen wir nicht. Iron Skin Potion haben wir noch. Mana Regeneration Potion brauchen wir nicht. Haben wir, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Battle Potion. Nee, brauchen wir nicht. Attackers also take damage. Thorns Potion ist gut. Die brauchen wir noch. Thorns Potion, also wir brauchen einmal Deathweed, Kaktus. Haben wir noch was von Kaktus? Okay, Deathweed, Kaktus. Und was brauchen wir noch? Deathweed, Kaktus, dann die Tagesblume und Pilz. Okay, kann ich mir merken, 4 Sachen. Deathweed, Tagesblume, Kaktus und Pilz. Gut, fangen wir mit dem an, was ich vorhin vergessen habe, nämlich das Deathweed. Deathweed, Deathweed. Ach, dann nehmen wir die Tagesblume, weil ich sie gerade sehe. Deathweed, Tagesblume, Pilz. Wo ist denn das Deathweed? Blinkroot, Jungle, Blinkroot, Goldfisch, Sunflower, Feder. Bestimmt in der anderen Kiste. Deathweed. Da haben wir Deathweed. Deathweed, Tagesblume, Pilz. Jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Ach, Kaktus. Ach, tatsächlich, wir haben 36 Kakteen. Woher haben wir die denn? Woher haben wir denn die Kakteen? Danke an meine Freundin übrigens. Sie hat mir gerade zugeflüstert, dass mir der Kaktus fehlt. Weil, ja, das ist wieder vor allem sehr peinlich, da sie eigentlich gerade mal nur dazugestoßen ist, kurz reinguckt, 2 Minuten, hört, was ich vorlese und dann sich das besser merken kann, wie ich, der es gesehen hat. Das ist halt typisch wieder. Ach schade, jetzt wird schon wieder Tag. Können wir gar nicht mehr gegen die Twins kämpfen. Geht ja nur nachts leider. Nehmen wir nochmal hier 3 von den Potions, so dann haben wir jetzt echt genug Ausrüstung hier. Jetzt sind wir vorbereitet auf die Twins, genau jetzt, wo die Nacht vorbei ist natürlich. Nehmen wir die Pilze wieder rein, das Deathweed wieder rein und dann hier noch die Dayblumen wieder rein und den Kaktus wieder rein. Ich wusste gar nicht, dass wir Kaktus haben. Sieh mal einer an, was wir alles haben. So, die Bottles mit Water kommen da rein. Ein Bier haben wir sogar noch. Das pusht uns auch ein bisschen. Gucken, was wir dann hier alles saufen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ach, nee, 6 Potions, die wir saufen müssen, bevor wir gegen die Augen kämpfen. Da, gegen die Mechanical Eyes. Der zweite Hardmode-Boss mit unserer Godly Mega Shark. Wisst ihr, was ich in dem Moment nochmal probiere? Ich probiere nochmal unseren Goldkisten-Trick, sozusagen. Ob der noch funktioniert? Ach, wunderbar, hier können wir unsere... Tak, 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 tak. Unsere Goldkisten multiplizieren, haben wir gleich mal uns 77 Goldkisten hergestellt mit unserem Trick hier. Zack, 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 zack. Ist vielleicht ein bisschen Cheat in dem Spiel, aber was tut man nicht alles, um an Kohle zu kommen, nicht wahr? Da cheatet man auch. Hier, zack, jetzt haben wir 200 Goldkisten, guckt euch das mal an. Schon lustig, inaktive Steinblöcke, aktive Steinblöcke, wenn die sich wechseln, gehen die Kisten kaputt und wir haben noch viel mehr
Kisten. Was macht denn Luna hier gerade nebenan? Der Hund? Irgendwie hat sie gerade was gewürgt. Irgendwie hat sie wieder Zeug gefressen, was sie nicht fressen soll anscheinend. Hm. Habt ihr eigentlich auch Hunde? Und fressen eure Hunde generell alles? Wäre auch mal lustig zu wissen. Gibt ihr Hunde, die fressen eigentlich alles, theoretisch? Was unter die Nase kommt, sozusagen. Was sie ja nicht sollen unbedingt, nicht wahr? Ist ja nicht immer gut, was die da machen. So, machen wir uns mal noch ein paar Kisten hier. Eigentlich könnte man hier auch einen Schalter machen oder sowas, der das Ganze ein bisschen leichter macht, die Arbeit. Zack, hier sammeln wir mal die ganzen Kisten auf. Haben wir wieder 300 Kisten. Das ist ja schon fast beängstigend hier, der Trick. Aber ihr wisst ihr was? Wir brauchen halt einfach noch ein klein wenig Kohle, um uns die Mega Shark auf ein, ja, auf Legendary zu craften. Das heißt, um einfach eine stärkere Waffe zu haben. Bis jetzt ist sie Godly, den Status Godly, also göttlich, möchte man ja meinen, ist auch ein guter Status. Ist er auch, möchte ich nicht anzweifeln, aber Legendary ist natürlich noch besser. So, verkaufen wir hier mal wieder Kisten. Am Gro möchte Platinum Coin. Wieso habe ich jetzt meinen Platinum Coin nicht bekommen? Hey. Wollen die mich verscheißern? Wo ist mein Platinum Coin hin? Hey. Das ist ja Cheat wieder mal hier. Bekommt man hier nicht mal seine Platinum Coins? Habt ihr das auch schon mal erlebt irgendwie? Irgendwie weiß ich nicht. Manchmal verkauft man Sachen, aber man bekommt dann die Platinmünzen nicht. Also man bekommt ja eine Platinmünze pro 100 Goldmünzen. Aber manchmal, wenn man die 100 Gold erreicht hat und es beginnt im Prinzip wieder bei 1, dann bekommt man die Platinmünze dafür nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das haben wir das letzte Mal schon erlebt. Ich nehme mal an, ihr wart dabei. Als wir unseren Trick machen, jetzt hämmer ich mal auf meine Maus drauf. In der Hoffnung, noch ein bisschen Gold zu machen mit Goldkisten. So, zack. Ah, machen wir noch die zwei Slots da voll. So, jetzt haben wir es fast voll. Dann probieren wir einfach nochmal unsere Mega Shark. Zack, so. Unsere Mega Shark aufzurüsten, wenn es denn was bringt. So, Shop, verkaufen wir das. So, 70 Gold. Ach, jetzt liegt Luna wieder auf dem Bett. Wunderbar, wartet im Prinzip schon, weil es ist ja dunkel. Es ist ja Nacht mittlerweile, wo ich hier schon wieder aufnehme. 95 Gold. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt auf Legendary kriegen. Nee, das ist mir eigentlich zu riskant. Wisst ihr was, wir packen das Gold einfach da rein in die Kiste. Ich glaube, das war ja jetzt schon drin. Ja, Platinum hatten wir ja nicht, 95 Gold. Ich würde vielleicht lieber offline nochmal irgendwie Geld farmen, weil einmal versuchen, die Waffe zu erhöhen auf Legendary. Das kostet uns ja 50 Gold ungefähr. Aber es muss ja nicht heißen, dass es auf Legendary klappt. Kann ja sein, die wird schlecht, kann sein, die wird gut, kann sein, die wird mittel. Das ist ja immer dem Zufall überlassen, was dabei rauskommt. Und kann sein, dass wir 10 Versuche brauchen, a 50 Gold. Kann sein, dass wir 100 Versuche brauchen, a 50 Gold. Deshalb würde ich lieber mal offline noch etwas mit dem Kistentrick hier arbeiten und hantieren, dass wir uns die noch auf Legendary machen, die Mega Shark. Und dann würde ich sagen, wenn die nächste Nacht hereinbricht, können wir uns gegen die Twins aufmachen, den zweiten Hard Mode Boss. Und als allerletztes danach bleibt dann ja nur noch der Skeleton Prime übrig. Erinnert mich immer stark an Optimus Prime von Transformers. Und dann, ja, dann ist eigentlich schon Finale. Das war es dann eigentlich schon von Terraria, wenn wir die beiden Bosse erledigt haben. Dann sind wir soweit am Ende hier mit dem Let's Play. Was wir dann vielleicht nochmal probieren können, ist zum Beispiel alle drei Hard Mode Bosse gleichzeitig zu rufen bei Nacht und gegen alle drei gleichzeitig zu kämpfen. Das ist eine harte Herausforderung, aber das würde ich dann mit der
entsprechenden göttlichen Rüstung machen sozusagen, weil jetzt hätten wir keinen Stich gegen alle drei gleichzeitig. Ich glaube, das geht ins Auge. Und dann, ja, dann heißt es schon wieder, leb wohl Terraria, leb wohl. Und viele von euch haben sich ja schon eine zweite Staffel gewünscht, aber wie gesagt, das kommt natürlich immer drauf an, wie viele sich das wünschen. Wenn es jetzt zwei Leute sich wünschen, macht es keinen Sinn, für mich eine zweite Staffel zu beginnen. Also wer dafür ist, immer fleißig Däumchen geben und Kommentare schreiben, dann weiß ich, euch gefällt Terraria. Denn nur mit genug Feedback kann man sagen, yo, das hat sich gelohnt, das wollen die Leute sehen, davon machst du mehr. So einfach ist das. Ja, und jetzt würde ich an dieser Stelle erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Die großen Heilpotions, wo habe ich denn jetzt die her? Wisst ihr was, die tun wir mal dahin. Ach, okay, so. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge, wie gesagt, auf ans Hard-Mode-Boss-Killen wieder. An die Twins. Und bis dahin würde ich erstmal wieder sagen, bleibt mir treu und bleibt, wie ihr seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin, Aloha und ciao, euer, ja, Kelturio, nicht wahr? Bis dahin, ciao.